Sie gibt ihr ein bisschen Zeit, um den Brief selbst zu lesen. 1029 nach Bosporans Fall. DVZ. Die wahre Herrscherin des Mogulats. Und es geht um diesen Nun. Gürtel. Und die Erben von Neobara? Ja, in dieser Sache waren wir in Edas. So kamen wir überhaupt erst in Kontakt mit dem Magiergrafen. Und nun ja, dieser Brief hat uns selbstverständlich alarmiert, denn alle waren überzeugt davon, nun ja, dass der Spuk vorüber wäre, dass der 35-Tage-Krieg nicht nur das Ende von Dimiona, sondern das Ende von Uron bedeutet hätte. Nun, wir haben uns gefragt, wie kann es möglich sein, dass sie nach ihrem Tod noch so einen Brief verschickt? Natürlich haben wir auch daran gedacht, dass es eine Fälschung sein könnte. Aber nun ja, unsere Magiekundigen haben die These aufgestellt, dass Dimionas Seele im Moment ihres Todes in den Körper eines anderen eingefahren sein könnte. Nun, nicht ganz. Kurze Momente vor ihrem Tod. Seid ihr mit Druidenmagie vertraut? Oh, bitte erläutert, Boltax. Selbstverständlich. Nun, es gibt einen relativ finsteren Zauber, der nun gewissermaßen eine Art Tausch vornimmt, dass die Seelen zwischen zwei Körpern getauscht werden. Und wenn Dimiona, eure Tochter, die wohl magisch begabt war, nicht wahr? Nun, meine Tochter war magisch begabt. Eleonore Nun, nicht. richtig. Über eine solche Wissensvorsprung verfügt hätte, hätte sie kurz vor dem Tod durch ihren Bruder, bei dem wir ja anwesend waren, nun, wie dem auch sei, jenen Zauber wirken können und schwuppdiwupp, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich war selbst bei dieser Begebenheit war ich nicht dabei. Allerdings hat er mir Arkos viele Male schon davon erzählt. Seht diese Briefe, diese beiden. Das ist die Handschrift von meiner Tochter. Und dies hier, der dritte Brief, das ist die Handschrift von Eleonora. Ich weiß nicht, ob Oh, das reicht, aber. wie gut, dass ihr das auseinanderhalten könnt. Ja, beeindruckend. Nun, ich habe viele Jahre am Palast gelebt und nun, selbstverständlich bin auch ich der Staatskunst mächtig, habe ich dieses Reich doch ehemals geführt. Und Das mir wollte sind auch ich euch. die Schriften meiner Kinder bzw. meiner Schwiegertochter ein Begriff. Das ist eine wichtige Information und ihr nehmt das bemerkenswert gefasst auf. Wollte auch nichts implizieren an dieser Stelle. Ich habe eine Jedenfalls Frage an sind euch, wir. Boltax. Ja, bitte. Wenn diese Seelen getauscht werden, was passiert dann mit der Seele von meiner Tochter? Sie ist dann in den Körper also die Seele von Eleonora ist in den Körper von Dimiona gefahren? In der Tat. Das müsste passiert sein. Und wenn sie danach von, nun ja, eurem Sohn enthauptet worden ist, es gibt mehrere Möglichkeiten. Im besten Fall ist sie in eins der göttlichen Paradiese eingegangen, nicht wahr? Aber ich glaube fast, dass ein solcher Tod eher dazu führt, dass nun Rache und Frustration möglicherweise dazu führen könnten, dass sie noch an diese Welt gekettet ist. Es gibt tatsächlich Berichte von Geistererscheinungen, von Spuk auf Kesheltareff, der Klosterbefestigung. Aber ich habe das natürlich immer abgetan als das Werk der Erzdämonen. Wir könnten uns die Sache ansehen. Ich meine, wir haben eine Seele aus den Niederhöllen gerettet. Ich kenne mich ein bisschen mit Geistern aus. Serpentilio ist ja nicht so gut damit. Ich kenne mich mit dem ganzen Kram zwar nicht so gut aus, aber wenn die eine Zauberin war und die andere nicht, jetzt die eine im Körper der anderen steckt, heißt, macht das die jetzt auch zur Zauberin? Könnten wir das vielleicht mit dem Gürtel eher im Blick zu Serpentilio offenbaren? Dem Gürtel. Oh. Nun. Was genau meint ihr? Ja, den Gürtel.
Nun, jedenfalls, der Astralkörper einer Person ist an ihren Geist gekoppelt. Deswegen auch der Astralkörper im Gegensatz zur Lebenskraft, die an ihrem eigentlichen Leib hängt. Es steht zu vermuten, also, dass eine entsprechende Befähigung, das wissen ja sowieso, bei einem solchen Tausch mitgehen würde. Aber Boltax? Nun, es gibt unterschiedliche Ansichten, aber ich gehe auch davon aus, dass das, was ihr sagt, soweit stimmt. Das wäre endlich etwas, was wir feststellen können. Denn wir können nicht feststellen, wessen Seele in einem Körper steckt. Aber wenn dieser Körper plötzlich magisch ist und es zuvor nicht war... Unter der Annahme, dass er nicht verschleiert wird. Vielleicht können wir das mit dem Plan einer Fälschung des Gürtels irgendwie... Vielleicht sollten wir die Sultana erstmal ins Bilde setzen über unseren Plan. Nun, das wäre zumindest schon mal ein... nichtsdestotrotz, wir haben ja noch ein weiteres Indiz für unsere Vermutung, Zulamin, nicht wahr? Wir haben viele Indizien, Boltax. Auf welches spielst du genau an? Nun, die Reaktion einer gewissen Person, der ich vielleicht in die Gedanken geguckt habe, weil... Ja, also. Wir hatten eine Begegnung mit Iphemia von Nahuabad und Boltax hat einen Blick in ihre Gedanken riskiert. Iphemia von Nahuabad? Ja. Beziehungsweise von Elburum? Von Elburum, natürlich. Ihr solltet nicht erwarten, in nächster Zeit von ihr zu hören. Naja, es wurde darüber spekuliert, dass sie auf der Hochzeit auftaucht. Zumindest sagte Magister Rasolan immer wieder, dass sie auf der Hochzeit erscheinen sollte. Allerdings kam sie nicht. Wir denken, dass er sie in der Tat informiert hat, aber nicht um auf die Hochzeit zu kommen, sondern um unsere Pläne zu durchkreuzen. Also kurz gesagt, sie ist uns in die Vergangenheit gefolgt und... Naja, wahrscheinlich steckt sie jetzt dort fest und bei der Zerstörung von Yerkesh. Naja, wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ihr solltet euch auf jeden Fall auf ein mögliches Machtvakuum in Elburum einstellen. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sie zurückkommt, aber wahrscheinlich ist es nicht. Also, aber erzähl, was du gesehen hast, Max. Also müssen wir eine neue Sultana ernennen. Wenn ihr noch eine Stadt zu verschenken habt... Zulamin hat das an Janka auch ziemlich gemacht. Über Janka wollte ich auch noch reden, aber lasst uns erst über die wichtigen Dinge reden. Ich bin nicht so sicher, ob ich das an Janka gut hinbekommen habe. Wie dem auch sei. Also, was ich in ihrem Geist sah, während wir nach dem Gürtel und Hintergründen fragten. Nun, es war Dimiona bzw. eine Andeutung von ihr, aber Iphemia selbst wusste nicht, wie Dimiona nun aussah. Es war kein klares Bild. Es war eine sehr merkwürdige Situation, ein sehr merkwürdiger Umstand. Nun, dann wird Dimiona, wenn sie in dem Körper meiner Schwiegertochter sitzt, tatsächlich sehr vorsichtig vorgegangen sein. Sie ist schwanger. Ja. Der Plan hier könnte sein... Es ist auf so viele Arten verstörend. Der Plan hier könnte sein, den Geist zum gegebenen Zeitpunkt in das Kind zu übertragen, um einen weiteren Grad der Entfernung zum eigentlichen Körper der Dimiona zu erzeugen. Boltax, eine Sache verstehe ich nicht. Ja. Der Körper meiner Tochter wurde nun verbrannt. Der Kopf wurde abgeschlagen und auf Speeren durch Zorgern getragen. Von dem ist also nichts mehr da. Ich kenne Berichte von den alten Hexenvölkern, aber bei denen war eine solche Seelenreise ein großes Ritual, das mit Zauberzeichen und entsprechenden Edelsteinen fixiert werden musste. Und ich verstehe, dass die hexische Tradition ja um vieles freier ist, aber nichtsdestotrotz hätte sie doch nur in einen Körper einfahren können, der in unmittelbarer Nähe gewesen wäre, oder? Nun. Und hätte sie dann nicht in Arkos einfahren müssen, aber hätte sie das gemacht, hätte der Tausch ja nicht klappen können, denn
Wenn Argos Geist dann in ihrem Körper gelandet wäre und sie ihn niedergestreckt hat, wäre sein Geist ihr dann vermutlich dann als freier Geist entfahren. Aber dann ein Tausch mit Eleonora hätte ja Eleonoras Geist in Argos Körper gebracht und wir sind uns sicher, dass Argos noch Argos ist, nicht wahr? Aber Serpentilio, ich verstehe eure Verwirrung. Die Grundannahme ist generell aber schon falsch. Ihr geht ja davon aus, dass es sich um einen hexischen Zauber handelt. Aber ich gehe davon aus, dass die Repräsentation druidisch war. Druidische Rituale kann man wiederum auf Fixierung von zum Beispiel Körperteilen, Substanzen und ähnlichem auf, nun ja, gewisse Leute, die nicht in der Nähe sind, ausweiten. Es gibt da Möglichkeiten. Und nun ja, die Erzdämonen ermöglichen ja verschiedenste umfangreiche... Mir wird etwas ganz anderes gerade klar. Der Splitter von der ehemaligen Dämonenkrone wurde umgearbeitet, damals noch im Maronischen Reich. Er ist ein Collier, das liegt bei uns unten im Keller. Niemand dazu hat Zugang, außer nun meine Familie, also ich selbst, Argos und Eleonora. Selbstverständlich haben wir, was soll denn mit einem solchen Splitter? Der ist dort verwahrt, bis er dann irgendwann zerstört werden kann. Dazu sind wir in Korrespondenz mit Kanan Horas getreten. Aber die Verhandlungen dauern diesbezüglich an. Wieso das? Dann versteht ihr das Ausmaß der Bedrohung. Genau. Sie hat also nicht nur irgendeinen Körper gewählt, sondern tatsächlich einen. Nein, ja, sie hat das aranische Königshaus präsentiert bekommen, auf einem Silbertablett. Nun, es ist in vieler Hinsicht ein Geniestreich, auf eine perverse Art, wie es in Anbetracht der Herren, die sie sich erwählt hat, auf so viele Arten und Weisen. Auf so viele Arten und Weisen, ja. Und dass sie jetzt auch noch mit meinem Sohn Argos ein Kind gezeugt hat, ist der nächste Geniestreich, der uns so sehr gar nicht aufgefallen ist, aber wenn man das alles weiterdenkt. Nun, aber das Kind kann nichts dafür. Nein, das Kind kann nichts dafür, aber... Falls es euch eine Beruhigung sein mag, die Blutlinie des Kindes wird unverändert der Eleonoras gleich sein. Ist das so? Ja, schließlich tauscht der eine solche Seelenwanderung nur den Geist aus, nicht den Körper. Nun, hätte ja sein können, dass das Kind bei dem Zeugungsakt selbst, dass es halt nicht zagefällig war, sondern, naja, dass dabei die Erzdämonen in irgendeiner Art und Weise involviert war. Nun, aber über so etwas unterhalte ich mich mit Argos nicht. Und auch nicht mit Eleonora. Dann solltet ihr aber vielleicht mit Kelbarra sprechen. Immerhin wäre sie, was Zar und die Widersacherin angeht, nun die beste Quelle, oder? Nun, ich würde mich nicht an Kelbarra wenden, wenn ich etwas von Zar wissen will. Überdies hat sie bereits die Reise nach Norden angetreten. Also ich muss mit diesem ganzen Schlamassel erst einmal alleine zurechtkommen. Gut, dann... Diese Handschriften sind schon mal ein weiteres Indiz, allerdings nichts, was ich dem Volk oder einem Praios geweihten Richter oder irgendjemand anderes vorlegen kann. Nicht einmal Argos kann ich so etwas vorlegen. Wir hatten überlegt, eine Falle zu stellen, verbreiten zu lassen, wir hätten den Gürtel geborgen und wieder zurück in die Gegenwart gebracht, was nicht der Fall ist, in der Hoffnung, sie zu einem leichtsinnigen Schutz zu verleiten. Aber ihr habt den Gedanken aufgebracht, dass wir nach Eleonoras Geist suchen sollten. Genau, tut das. Ich weiß nicht, ob sie es ist, ob meine Schwiegertochter, ob sie noch lebt oder ob sie als Geist in diesen Ruinen spukt, aber findet sie. Zulamin. Ja. Ihr seid, anfällig für Geister, oder? Ja. Ihr erinnert euch auf Maraskan, diese Sache. Vielleicht könnten wir uns dies an dieser Stelle zunutze machen. Das stimmt. Und ich denke, von Eleonoras Geist besessen zu werden, ist nicht das Schlimmste, was mir in dieser Hinsicht bereits passiert ist. Aber
Wir werden zunächst nach Janka aufbrechen. Wir müssen die Lage dort in den Griff kriegen. Ihr wisst es sicher schon, Sultana. Ja, selbstverständlich. Ich habe davon gehört. Wir sollten auch nichts überstürzen. Vor allem nicht, wenn wir von dem Jona sprechen. Sie hat ihre Tentakel in viele Adelsgeschlechter geschlagen und überall ihre kleinen Mirhamionetten aufgestellt. Wir dürfen auf keinen Fall zu schnell handeln. Wir machen uns unsere eigenen Gedanken. Ihr kehrt zurück nach Janka. Sucht von dort aus am besten in Keshel Taref. Vielleicht findet ihr eine Lösung und dann schauen wir, wie wir weiter verfahren. Was ist der Alternativplan, falls der Plan mit dem Seelentausch nicht funktioniert? Machen wir uns Gedanken, wenn das alles nicht funktioniert? Wenn wir Dimiona gefangen nehmen, was machen wir dann mit ihr? Wir können sie nicht einfach durch Aranien transportieren. Könnten wir. Boltax, ihr seid nicht zufällig eines solchen Seelenreisenzaubers mächtig. Wenn Eleonora noch hier ist und ihr Körper auch, dann könnten wir die beiden wieder vereinen. Und dann bannen wir den Dimiona-Geist, wo noch immer er gehört. Das ist richtig. Nun, ich kann noch einmal Korrespondenz mit, einem alten Freund aufnehmen. Wen meint ihr? Es ist der Druide, der Rohaya gerettet hat. Wenn ihr wollt, könnten wir auch einen Brief nach Mirham schreiben. Ich fürchte allerdings, die Rekonstruktion dieses Zaubers aus den altexischen Traditionen ist noch nicht weit genug fortgeschritten. Nein. Keine Echsenmagie. Ihr wollt es doch nicht mit noch schlimmer euch, machen, oder? Mit euch spreche ich nicht, Voltax. Nun, über die fachlichen Ebenen solltet ihr euch am besten selbst unterhalten. Da kann ich nicht mitsprechen. Ich bin keine Magierin oder Hexe. Ich muss nachdenken. Ihr werdet von mir hören. Oder schreibt mir, wenn ihr etwas Neues habt. Gut, wir werden uns dieser Sache annehmen und schnellstmöglich nach Keshal Taref aufbrechen. Könnt ihr uns in Janka in irgendeiner Weise unterstützen? Was braucht ihr? Nun, ich bin bereits jetzt mit 7000 Dukaten bei der Sharika Almada Basari verschuldet, denn ich kann das Gold nicht aus der Kriegskasse nehmen, während die Plagenbringer auf uns zuhält. Aber ich kann die Leute auch nicht auf den Straßen verhungern lassen. Ich denke, eine Antwort wäre Nahrung oder auch Handelsbeziehungen. Wir müssen sehen, was wir mit all diesen Leuten machen. Nun, ich kann euch nichts versprechen. Die Schulden kann ich euch nicht erlassen, aber wohl kann ich dafür sorgen, dass sicherlich das ein oder andere an Nahrung zusammengekratzt wird. Gut, hab Dank. Ich habe jetzt die Verantwortung für diese Menschen. Und nun, ich will mich nach Möglichkeiten um sie kümmern. Wir werden berichten, wenn wir Eleonora finden. Also gut, danke. Hab Dank für alles, was ihr getan habt. Sowohl in der Zukunft, als auch das, was ihr in Jerkisch getan habt, als was auch immer das war. Naja, die Welt retten. Mal wieder. Also gut, dann interessant an dieser Sache ist, dass nichts zu tun hier mehr Auswirkungen gehabt hätte, als etwas zu tun. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich habe immerhin eine Rätselquest entwickelt. Und den Genau das sage ich, Herr Boltax. Hätten wir nichts getan, hätte es durchaus größere Auswirkungen auf die Zukunft gehabt, als etwas zu tun. Was sicherlich auch eine relativ einzigartige Situation ist. Das ist richtig. Und jetzt ist es schön, der Magiergraf muss nach Torwal reisen. Aber mir, da freust du dich nicht. Aber halten wir die Sultana nicht länger auf. Möge Mondlicht euren Weg bescheinen. Ich werde die Nacht über hier bleiben, allerdings werde ich mich etwas zurückziehen und in anderen Teilen dort drüben übernachten, damit ich etwas nachdenken kann. Ich werde von hier aus nach Zorg anreisen, denn die Hochzeit wurde beendet und dort kann ich dann sinnieren. Wir werden uns wiedersehen. Oh, Sylvia, noch eine Bitte vielleicht. Es geht um Folgendes, und zwar, wenn ihr die Notwendigkeit seht, dass wir eure Tochter aus ihrer
Verborgenheit hinauslocken wollen. Ich habe einen Brief an euren Sohn geschrieben, in dem ich nun von meinem Reitstrauß erzähle, schnabel mir, wie sehr ich mich doch mit ihm angefreundet habe, wie toll es war. Dann erzähle ich ein bisschen von der Vergangenheit, die wir bereist haben, und lasse den Gürtel vielleicht in ein, zwei Sätzen nebenher fallen. Das würde eine gute Möglichkeit ergeben, das Ganze subtil einzuführen. Oh, richtig. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Wir haben die Sultana noch nicht über unseren möglichen Plan aufgeklärt. Nun, in Ansätzen Brief, schon. Den Brief nehme ich gerne an. Allerdings weilt mein Sohn zurzeit nicht in Zorgan, sondern wurde nach Antiopal geschickt. Er versucht, die Stadt für uns einzunehmen. Wir haben uns zumindest gedacht, dass wir Fehlinformationen streuen und dass wir nun die Miona wissen lassen, dass wir den Gürtel mit uns führen und sie somit aus der Reserve locken. Ich sehe mich in der Lage, da ich den Gürtel nun ein wenig beobachten konnte, zumindest ein entsprechendes Replika herzustellen. Und da sie ihn wahrscheinlich noch nie gesehen hat, mit der magischen Hilfe von Sepentilio lässt sich da bestimmt was machen. Wo wir gerade dabei sind, wenn ihr hinreichend viel Authentizität wollt, Capitania, ich erinnere mich an einige Berichte über einen Mann in Mendena. Nein. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Wir sind nicht gerade in Freundschaft auseinandergegangen. Aber... Ihr nicht. Nun, ja. Mich kennt er ja zum Glück nicht. Sivir Al-Nabab wollte sich zurückziehen. Ich denke, wir werden erst nach Eleonoras Geist suchen und dann den zweiten Teil des Planes umsetzen. Dann werden wir in jedem Fall mehr wissen. Ich glaube nach wie vor, dass der Plan gut ist, aber vielleicht nicht sofort. Also gut. Ich kann selbstverständlich auch die Gerüchte vorantreiben, dass ihr den Gürtel besitzt, aber dann werde ich erst einmal warten, bis ihr in Kesh-Shaltaref wart und vielleicht diese These verifiziert habt und danach dieses Gerücht streuen. Gebt uns vielleicht eine Woche, dann sollten wir schon in Lianka sein und wieder Fuß gefasst haben, wenn alles gut lief. Oder was sagt ihr, Capitana? Vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir auch noch nach Kesh-Shaltaref hinauf und wieder zurück sollen. Wie weit ist das denn von hier? Nun, wie viele Meilen kann ich euch nicht sagen. Wir... Von Zorgan zu Pferd sicherlich 3 Tagesreisen. Kesh-Shaltaref ist nicht wirklich weit, aber es ist oben in den Bergen. Ach, nun, das ist kein Problem. Wir können durch die Erde reisen. Können wir nicht. Nicht mit den Pferden. Ihr könnt es nicht. Sag das doch. Ich würde nicht zu durch die Erde reisen wollen. Das ist richtig. Voltax, du hast uns mehr als oft genug gewarnt, dass wir unsere Waffen dann nicht mitnehmen können. Also wir da wirklich unsere Waffen hoch. An dieser Stelle von euch zurück. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch und möge Fex euch immer zuzwinkern. Grüß Arkos noch lieb von mir. Wenn ich ihn sehe und er aus Antiopal wiedergekommen ist, ja. Habt Acht vor diesem Rasulan. Er steht wahrscheinlich in Verbindung mit, nun ja, der ehemaligen Satrape aus Elborum. Ja. Rasulan von Rashlamassu. Auch er ist ein Mysterium, das ich noch nicht ganz ergründen kann. Sollen wir ihn loswerden? Nein, dafür ist seine Reputation zu gut. Nun gut. Soll ich ihm in die Gedanken gucken? Lassen wir Rasulan erst einmal Rasulan sein und kümmern uns um Eleonora. Wir sollten uns nicht mehr aufbürden, was wir tragen können. Wir haben schon mehr als genug auf unserer Platte. Ihr wolltet euch auch noch um Padigan kümmern, bevor die Welt untergeht. Ja. Ach, das ist mehr so ein nettes Beiwerk. Und ich weiß nicht, was das Wichtigere ist. Ich habe da sie verbeugt sich wieder einmal vor euch, verschleiert sich und geht dann gemeinsam mit ihrem Eunuch durch die Ruinen. Capitana, auf ein Wort? Natürlich, Diamantas. Ich wollte es vor ihr nicht ansprechen, der Geweihten, aber... Haben wir wirklich die Zeit, um uns die Probleme um eines einzelnen Reiches zu kümmern, wenn das Schicksal des gesamten Kontinents auf dem Spiel steht? Dass ja das Fluten wird anbrechen, das wissen wir. Nun, wir brauchen Silber. Und die Mond-Silber-Sultana hat welches.
Ich denke auch, dass sie uns mit unserer Flotte weiterhelfen kann. Außerdem lässt es mein Glaube nicht zu, meine Prioritäten anders zu setzen. Ja, jedenfalls, wenn wir den Landweg nehmen, kommen wir sowieso in der Nähe vorbei. Es wäre also kein großer Umweg. Und jetzt mal ohne Probleme gesprochen. Es gibt Möglichkeiten, wenn wir mit besagtem Druiden in Kontakt treten. Ich weiß, ihr kennt ihn alle nicht, außer nun ja Rafim und Abelmir. Na, ja, das der ist Druide, ein ganz, genau. Ja, ich erinnere mich. Ist ein ganz netter und kompetenter Mann. Und wenn ich ihn kontaktiere, dann macht er uns sicherlich eine Möglichkeit bereit, durch die wir die Seelenwanderung umkehren könnten. Ich habe da schon so eine Idee. Dann tut das. Und auch Serpentilius' Hinweis ist gut. Wir sollten nicht an der Küste entlang reiten, sondern gleich die Route über Kirschaltarif nehmen, auch wenn diese gefährlicher ist. Ich werde euch überall hin folgen, Kapitana, aber wisset, dass mein Herz für die See schlägt und... Ihr werdet es überleben, eine Woche an Land sein zu müssen. Zumindest ist die Straße besser als an der Küste entlang. Hoffen wir nur, wir bleiben nicht zu lange auf dem Land und können noch gewährleisten, dass Land Land bleibt. Ja, vielleicht können wir am Tern hinunter nach Janka und vielleicht wird er dir Freude an dem wieder instand gesetzten Hafen finden. Ich werde erst wieder Freude finden, wenn Palligan von unserer Welt getilgt worden ist. Macht euch keine Sorgen, die Bornländer suchen doch schon den Schlüssel des Wassers. Und wenn wir den haben und Serpentilio das Unwasser kontrolliert, na, was soll er uns dann noch entgegensetzen können? Ich bin jetzt verheiratet, Boltax. Ich muss mir Sorgen machen. Denn wenn die ganze Scheiße hier gelaufen ist, weiß ich, dass ich zu der schönsten Frau, die ich je gesehen habe, zurückkehren kann und mein Leben mit ihr verbringen. Nun, seht ihr, ich bin im gleichen Boot. Nur, dass es bei mir keine Frau ist, sondern eine wunderschöne Angroscha. Oh. Aber wir sind wortwörtlich im gleichen Boot, also... Nun ja. Ich verspreche dir, Boltax, hoch und heilig, dass ich alles in meiner Macht stehen werde, dafür tun werde, dass beide von uns ihre Frauen erreichen. Ah, oh, wundervoll. Ja, ich gebe dir einen kleinen Fingerspur darauf. Ja, der wird erwidert. Inbrünstig und leidenschaftlich.